Gute Frage. Nächste Frage. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben soweit alles gesehen irgendwie. Kohlezange haben wir auch schon. Eigentlich haben wir alles durch, oder? Aber da fehlt eine Taste, oder? Gucken wir mal die Bilder nochmal. Ah, hier ist eigentlich nur das Klavier. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Außerdem wäre eine Zahnbehandlung angebracht. Fast jede zweite Taste ist schwarz. Nimm einfach mal eine mit. Hä? Sag mal, Das war Fistelbanause. Oh nö, jetzt haben wir den White Key. Oh nein, oh wirklich. Der ist zwar nicht rot, aber... Was? Hau mal rauf. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Nimm sie wieder mit. Dann gehen wir einfach mal weiter zur... Jetzt haben wir einen weißen... gehen wir mal zurück zum... Ich glaube, die Chillout-Zone war das. Ja, das war die Chillout-Zone. Ich muss mich da erst mal dran gewöhnen, dass es jetzt ein Gebiet wieder gibt. Könnt ihr mal versuchen? Ich glaube nicht. Also... Der Rest ist halt zu groß. Könntest du mal probieren? Vielleicht kriegen wir da irgendwas raus. Okay. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Wurst-Key. Alles ist besser als Wurst. Ich will es gar nicht sehen. Seht ihr? Vor allem die Punkte da vorne. Das ist. Nein. Ist das eklig. Igitt, was für ein wurstiger Sound. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Nein, die Überlegung ist echt. Eklig. Jetzt müssen wir irgendwas mit dem Wurstchen machen. Ich versuche die da mal mit runterzulegen, vielleicht. Bei ihm, auf ihn. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium! Außer einem. Das ist nix. Das ist, glaube ich, zumindest nicht. Habitatring. Da haben wir das. Da haben wir. Also, da haben wir quasi. Ich überlege gerade noch, was wir da gemacht haben. Da haben wir eigentlich noch die Bilder. Und du löst es. In der Fanzone. Brauchen wir nicht, da kriegen wir höchstens 9000 Punkte. Die Chillout-Zone. Können wir da irgendwas noch mitmachen? Wurst-Key. Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Oh, eine weitere Lektion. Noch nicht? Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Okay, Wurst-Key. Um das zu bräunen, müsste ich schon ein anderes Kaliber auffahren. Was könnte man denn noch machen, um das zu bräunen? Geben wir doch mal den Tieren hier. Guten Hunger. Okay, dafür brauche ich nur... Und? Bräuchten wir eigentlich die Sauna, oder? Die Sauna. Das Ganze. Für meinen Geschmack schon mehr als genug Fleisch. Wir können den Ältesten mal das Ding noch in die Hand schmeißen, hier ins Gesicht. Ne? Zack, Wurstschelle. Schau mal, was ich hier habe. Es muss was warten. Was auch immer, ich bin zach. Dann muss das wohl warten. Ja, was können wir denn mit dem... das können wir wahrscheinlich auch nicht machen, weil in die Datasettenstütze gehören ja nur Datasetten rein. Und das klingt wurstig. Dünk. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Gehen wir zum Habitat drin. Was können wir jetzt mit dem Wurst-Key machen? Im Kamin können wir nichts mitmachen. Die Kohlezange ist weg. Hier, packen wir auf den Flügel, wenn noch Musik drin ist. Den Zahn habe ich schon gezogen. Dann dutschen wir den doch einfach mal. Okay, das ist noch gut. Das ist doch noch wollte ich gar nicht so schnell drücken. Was können wir mit dem Wurst-Key machen? Also das anders fällt mir jetzt auch gerade nicht wirklich von den Gegenständen her ein.
Das klingt Ronny. Spaß. Können wir da irgendwo grillen in der Fun-Zone? Ich geh mal gucken. Willkommen in der Fun-Zone! Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis! Wähle eine und vor. Man sieht auch richtig Rufus heiterndes Gesicht hier an der Stelle. Ich würde eigentlich gerne gehen. Hallo? Fun-Zone verlassen? Fun-Zone verlassen. Ja, ich möchte die gerne verlassen. Kriegen wir das? Das hat seine eigene Haut. Das ist zwar kolossaler Unsinn, aber gut zu wissen, dass ich für den Fall der Fälle immer noch das Stroh im Hinterkopf habe. Oh, falsch. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mal nach oben eigentlich. Das ist ein Rad. Wärmelampe. Ah, vielleicht können wir das mit der Wärmelampe kombinieren. Yay! Na, wer sagt's denn? Rot wie Taxnase am Schlammkuchen. Ah, jetzt haben wir's. Ja, geiler Scheiß. Jetzt haben wir den Red Key. Ah, jetzt klingt's auch schon beim Hinlegen nicht mehr so. Ne, das ist nicht mehr so eklig hier. Ah. Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause. Nimm dir einen Keks. Setz dich hin. Frisch! Ja, jetzt hab ich schon. Ach, da hat das Settenschlitz. Schalter. Ich drück erstmal am Schalter. Oh, im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gen-Code-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Ach, schön. Hurra. Bringt uns noch nicht viel. Computer, gehen wir. Tower. Tower und Computer haben wir noch. Dann gehen wir Tower. Geht's mal an. Was ist das? Ein Tower-Gehäuse. Da sind mein Prozessor und meine Festplatte drin. Dieser Rauswerftoaster beherbergt deinen Denkapparat? Deine Kartoffel würde auch nicht gerade einen Case-Modding-Wettbewerb gewinnen. Da habe ich anderes gehört. Man hört immer nur, was man hören will. Danke, Entschuldigung, akzeptiert. Nimm mal auf. Die Murray. Machen wir uns mal den Computer nochmal vorher an, bevor wir da in dem technischen Zeug rumfuchteln. Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängst doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ron, ist jemals physikalisch vor einem. Ja, ganz einfach ein Beton gießen und 10 Kilometer Erdloch versinken. Dann kommt vielleicht Ofenwurst ran. Das macht nicht viel Unterschied, glaube ich. Guck mal. Ich krabbel erstmal so, bevor ich böse Sachen mache. Ich räume hier auf. Es tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktionen auslotest. Hab ich gern gemacht. Oh, ja, das ist übrigens Ronny hier. Ronny als Computer. Der wird zugesteuert. Festplatte. Gucken wir mal. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichnummer dazu. Das solltest du lieber sein lassen. Und wenn nicht... Boah. Ich habe dich verwarnt. Da war anscheinend ein bisschen Schaden angerichtet. Stroh in den Rechner schmeißen. Keine Ahnung. Ach nee, diese Festplatte ist doch so schon zugemüllt genug. So die Eule. Irgendwas müssen wir hier machen können, ne? Das auf jeden Fall mit dem Computer zu tun hat. Da hat das Settenschlitz. Wir müssen irgendwas mit dem Computer machen, weil woanders ist wirklich absolut nichts. Ne? Nichts. Ach nee, diese Festplatte ist doch... Genug. Stroh. In den Rechner. Schon zugemüllt genug. Ach nee, diese... Flecke. Schon zugemüllt genug. Echsenhaut, da bringt auch nichts. Ach nee. Yo, Monster, bringt auch nichts. Und der Helm wird auch nichts bringen. Diese Festplatte schade. Dafür brauchen wir erst eine Datasette.
Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das ist sehr schade, lieber Ronny. Gehen wir nochmal an den Computer. Vielleicht liegt da noch irgendwas. Den Wurski haben wir nämlich auch verloren. Der Dringlich. Ist schon braun genug. Ein weiteres Pro-Argument, Schokopudding lose in den Taschen. Ich dachte, dass man ihm dringend da irgendwie den Rechner kippen kann und Ronny ein bisschen am Rad dreht. Aber anscheinend. Wo ist noch gleich dieses System? Meine Festplatten sind in dem Gehäuse da unten. Es sieht vielleicht bescheiden aus, aber keine Sorge, es ist alles vollkommen sicher. Das ja, ich glaube auch nicht, dass das so sicher ist, wenn Rufus dabei ist. Und daran glaube ich noch nicht. Ich würde jetzt gerne am liebsten wieder alles mit einkombinieren. Aber ich wollte eigentlich hier so einen Trichter draus machen für den Ring vielleicht. Und das dann irgendwie, dass er nicht den Schock kriegt. Weil an sich, das dürfte eigentlich funktionieren. Dafür brauche ich nur meine Finger und Ahnung vom Computer. Und die habe ich zuauf. Dass ich die Finger brauche, war beispielsweise auch schon so eine Ahnung. Aber das müsste eigentlich funktionieren, ey. Das solltest du immer sein. Und wenn nicht... Kann ich den Strom abschalten? Irgendwie hier so ein Kabel ziehen oder sowas und dann zack, ist alles aus. Da ist ein Schalter mit einem Schlitz. Aber oben haben wir jetzt auch nichts Neues. Jetzt haben wir noch nur den Fahrstuhl, den Wurski. Jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter. Wir sind schon wirklich, ne? Wir sind schon ein Stückchen weiter. Aber... eigentlich geht nur was im Computerkern. Woanders? Also ich habe mal davor auch schon viel probiert und wir haben noch keine Datasette und. Ich bin echt der Überzeugung, dass es hier unten irgendwas geben muss, was wir noch nicht gemacht haben. Also irgendwas dürfte hier noch geben. Nein. Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Nein. Nein. Rufus. Poki, euer Ernst. Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Dienstbordsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer's braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep! Siehst du? Halb so wild! Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Ja, ratzefatze! Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja, warte kurz. Piep! So, 10.000 Spaßpunkte sind eingetragen. Wie jetzt? Echt? Na klar! Ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne, trink! Wasservorräte werden abgelassen. Party! Woohoo! Oh. Und dann fragen wir uns, warum wir komischerweise in einigen Stunden vielleicht am Abgrund von Elysium stehen werden. Was wir schon mal gesehen haben in den letzten Aufnahmen. Könnte das vielleicht der Zusammenhang sein? Wir werden es erfahren. Ich kipp ihm mal noch einen Drink rein, ne? Der hat da bestimmt Durst hier, der Ronny. Das solltest du lieber so. Ich will ihn immer füttern. Der hat echt Durst. Ronny braucht Spaß. Ganz viel davon. Gut, dann gehen wir mal hoch zu den Ältestenrat. Und sagen hier, jetzt es wird Zeit für eine Ältestensitzung, ne? Also ich meine, zack. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Wir haben 10.000 Spaßpunkte.
Oh, da haben wir noch was. Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Oder so waghalsig, gerissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Ach, halt die Schnauze. Woher wir wohl das Chaos kennen? Haha, ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange, sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Ein bisschen weniger noch. Zupfkuchen. Danke für nichts. Keine Ursache, das ist mein Job. Oh oh, Serviceprobleme. Wir haben die Datenbank nicht gelöscht, das war Ronny selbst. Wir können da nichts für. Ich bin raus. Tschüss. Ciao. Oh. Ich dachte, hier brennt schon alles. Oh, Schreck, lass nach. Ja, dann reden wir mal mit dem Ältesten, weil der hat auf jeden Fall Zeit. Du hast keine Serviceprobleme, du hast jetzt Achtung, zu tun. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Die armen Streicheltiere? Streichenzobel? Nicht zum Streicheln? What? Was für eine Weichbirne. Ja, jetzt ja, lass, ja, ich habe ja, jetzt... Ja, 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 zum Spaß. Oh, der Roboter ist... Huch. Ich glaube, das könnte wehtun. Jetzt ist es offen. Die Sauna ist geschlossen. Ach, ist das ganz... Ich dachte, da kann man wieder irgendwas machen, aber der Älteste... Oh, der hat einen Pelz auf dem Rücken. Da hat's für meinen Geschmack... Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage. Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Ja, dann trampeln wir einfach auf seinem Rücken rum. Ne? Mein... Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Die müssen gewachst werden. Oh, ich will nicht. Hast du Durst? Nein. Okay. Oh. Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Oh, ich kotze gleich. Entschuldigung. Da hat's für mein Gesch... Okay, dann können wir hier, glaube ich, nichts weiter machen. Mit Plastikbällen können wir wahrscheinlich nicht die... Boah. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's wirklich... Da ist ein Drink. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Jetzt haben wir zwei Drinks. Ja? Da wollte wohl jemand den Fisch nicht mittrinken. Dabei ist er doch das Beste am Kai Piranha. Kai Piranha? Oh, meine Ohren. Oh, sie bluten. Oh Gott, Agathe. Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Dann haben wir wohl das nächste Minigame.
Kippen wir erstmal das Glas, packen es mal rein, so. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Der darf doch nicht rein. Er möchte einmal zurücksetzen. Oh Gott, ich halte dich. Ja. Mixer, Knopf, Glas. Glas nehmen, abstellen. Eigentlich so. Dann. Nein, Tackelbär. Kann doch nicht ins Inventar gucken. Also, es muss hier irgendwie einen Trick geben. Glas nehmen. Glas nehmen? Abstellen. Oh, Moment. Das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt müssten wir mal schauen. Jetzt haben wir das da drin. Da ist jetzt weniger drin. Und wenn wir jetzt... Durch die Denkaufgaben. Nein, stopp, Tackle! Ja, der darf nicht weg. Hab ich verstanden. Glas neben Glas. Können wir nicht nehmen. Das ist eigentlich viel. Das ist wenig. Wenn wir das da reinkippen, haben wir. Das darüber kippen. Ja, das ist interessant, Mensch. Ja, da passt alles rein, ne? Das ist klar. So, jetzt haben wir da nur ein bisschen drin. Können wir das da reinmachen? Moment. Oh, da war es doch schon fast. Ich wusste doch, dass er mir einen Bartender verloren gegangen ist. Oh. Ein neuer 4CL-Drink. Schön stark. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Oh, Riesenmade, wirklich? Gerade hatte ich alle Maden aus dem Mantel entfernt. Dann nimm den einfach mal mit, ne? So, das ist jetzt Chefsache. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Und wie wär's mit Voest? Gerade hat... Ja. Hier hast du erstmal einen Drink, ne? Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Sache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Wirklich. 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 Mixer haben wir. Ah, wir können ja mal die Made einwursten, wa? Aber schöne Wurstmade. Guck mal, was passiert. Schade. Das ist zu... Schade. So, da haben wir unseren Dude hier. Über der Dude, mit dem können wir nicht sprechen. Klappe, haben wir da was Neues? Ne, da das Hettenschlitz haben wir nix. Hier haben wir nur den Wolpertinger-Generator. Da haben wir auch keine Datasetten drin. Schade. Hier. Dafür brauchen wir. Moment. Oh, nee, ich hoffe nicht. Ich weine gleich. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Fleisch. Ich hatte schon Angst. Und das ausgiebig. Ich hab eine böse Idee. Ich glaube nicht, dass es klappt. Aber ein Versuch ist es wert.
Nein, danke. Alle und oh, schade. Ach, na. Ah, oh, oh, wie schön. Ja. Ja, dann entsorgen wir die mal, ne? Hä? Wieso? Das ist doch noch... Okay. Ich will meine zweite Chance, ein Genozid. Hm. Viel mehr können wir aber auch nicht machen. Das ist gut. Ein Flügel, da können wir auch nichts machen. Ich glaube nicht, dass wir die Made da reinschmeißen können. Wir müssen irgendwas mit der Made machen. In der Funzone, die Punkte haben wir, da brauchen wir nicht mehr hin. Ältestenrat, es muss irgendwas noch in der Chilloutzone geben. Was wir jetzt mit der Made machen können. Ich weiß aber noch nicht, was. Also überhaupt nicht, was. Schmeißen wir in die Sauna. Putzen wir schön. Nö. Die Sauna ist abgeschlossen. Schmeißen wir in den Mixer, wenn das so weitergeht. Keine Ahnung. Einbursten können wir den auch nicht. Das hat seine eigene Haut. Füttern wir einfach. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch... Das ist wachsig genug. Mhm. Ich habe verstanden, liebes Spiel. Ich habe verstanden. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Moment. Nicht alles wird im Grund und vielleicht... Die sind zwar wachsig, aber nicht wachsig genug. Moment. Das ist auch so schon wachsig genug. Das vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Das ist auch so schon wachsig genug. Das ist nicht zu wachsig. Mhm. Habe ich verstanden. Nope. Bälle, ich will die immer noch reinschmeißen. Schade, das ist zu groß. Zu groß. Wir müssen die Bälle noch irgendwie wachsiger bekommen. Kannst du da was machen? Vielleicht? Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer. Ich bin... Ja, womit okay, das auch? Verstanden. Solange... Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ja, wir müssen die irgendwie wachsiger bekommen. Ich weiß allerdings nicht wie. Also... Wir müssen Plastikbälle wachsiger machen. Wie auch immer, es wird schon gehen, aber... Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Ja, dann geben wir ihm einfach mal die Räubchen oder die Riesenmade, wa? Was ist das? Och, nur ein kleines... Eine Hand wäscht... Dann muss ich... Jetzt in der Hand, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Dafür brauche ich... Und einen Moment... Indem er sich unbeobachtet fühlt. Hier, dazu mal dazu. Hatte ich, glaube ich, aber auch schon probiert, ne? Dafür brauche... Und... Ich hätte ja auch gesagt, wir können ihm die Raupe auf den Rücken setzen, aber das geht auch nicht. Das ist wohl nicht wachsig genug, beziehungsweise nicht das, was er braucht. Also wird das dann nicht funktionieren. Dann gehen wir mal nach unten zu den Schleusen. Gucken wir uns da an der Stelle nochmal um. McChronicle, hier hast du Bälle. Guck mal, ich mache gute Fortschritte. Solange sich die Zeit wiederholt, kann man wohl kaum von Fortschritt sprechen, oder? Na, vielleicht ein bisschen auf jeden Fall. Riesenmade. Hier, für dich. Guck mal. Ich muss... Ja, okay. Echsenhaut, Ulysses Helm. Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Wie tragisch. Wir haben auch nur noch 4 Gegenstände, ey. Man... Computerkern. Ah, Moment. Hier war doch... Was ist denn das? Ein Scanner. Ah, Moment, da gehen wir kurz mal zum Scanner. Hier ist noch ein Scanner. Und hiermit lässt sich die Gendatenbank wieder auffüllen? Genau. Leg einfach ein bisschen DNA unter den Scanner und... Hui! Ab geht die Luzi! Ja, dann schmeißen wir mal die Raupe da rein. Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Ja! Echsenhaut! Scanner DNA-Probe. Wiep. Erkenne Spezies. Testspeichel-Varan. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Jetzt haben wir eine Datasette. Geilo. Geilo Galaktik.
Rico, jetzt schnappen wir uns die Datasette, schmeißen die einfach mal da rein. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich schmeiß die einfach mal rein. I don't know. Ups. Naja, drücken wir einen Schalter, ne? Legen wir mal um hier. Huch. Ja, das ist doch nett. Bringt uns nur nichts. Nehmen wir die mal mit. Geh mal hoch zum Chillout Zone. Ich will mich da mal umgucken. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Jetzt will ich die mal. Ich will die überall reinstecken, wo da das Zettenfächer sind. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch... Okay. Da ist gerade Blut rausgekommen. Ja, dann schmeiße ich die mal da rein. Ich guck mal, was da passiert. Man kann wahrscheinlich ein Datasetten kombinieren, wenn wir ein zweites Tier irgendwie kriegen hier. Dann könnte man da irgendwie was zusammenbauen, glaube ich. Aber ich kann die nicht mehr rausnehmen, oder? Doch. Oh, schreckt das nach. Raus! Und zum Spa und einmal weiter zur Cocktailbar. Dann schmeißen wir die Datasette da hinten nochmal rein. Die Datasette. Mensch, ich muss sauber sprechen. Das geht so nicht. Gucken, was jetzt passiert. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Schmutz. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Da unten hätte ich auch gerne was reingesteckt. Okay. Da haben wir eigentlich schon alles durch, Mensch. Das ist ja ein Träumchen. Da haben wir überall die Datasetten reingesteckt. Yay. Hier unten, da. Die Streicheltiere darf ich nicht mitnehmen. Ah, das haben wir schon, ne? Das haben wir schon. Darf. Und? Die kann ich unten auch nicht benutzen. Ey, das ist ja, das wird ja mal besser hier. Oben geht auch nichts. Ne? Oben geht nichts. Da gibt es eine Belle und die Wärmelampe. Wir haben nur die Datasette, um die... zu produzieren im Habitatring. Bringt uns die Datasette auch nichts. Aber da unten ist ein Terminal. Vielleicht geht da. Nee, da geht nichts. Also wieder raus. Raus. Jetzt muss ich überlegen. Könnten wir die Datasette denn noch benutzen? Chillout-Zone. Ja, Chillout-Zone. Da haben wir schon alle Datasettenschlitze durchprobiert. Außer halt eben hier. Und da kann ich nichts weiter tun. Ich würde hier gerne was machen. Ne? Also hier kann man irgendwie mischen und so. Das geht schon voll klar. Wir brauchen jetzt eine zweite Datasette und ich kann das hier auch nicht. Ich kann das hier zwar anklicken. Behaarung, Statur, ne? Ich kann hier. Kann ich auch noch wieder ausschmeißen. Ich dachte, man könnte jetzt hier irgendwas machen. Irgendwie klonen oder irgendwas tun. Eine leere Datasette reinschmeißen oder was weiß ich, ne? Also. Man steckt keine. Eine weitere. Hä? Man steckt keine Lebensmittel in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Okay. Bälle. Ich denke mal, wir müssen echt irgendwas mit den Bällen machen. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich, man müsste vielleicht was mit den Bällen machen. Dafür braucht Hund. Weil er sagt ja hier, die sind nicht wachsig genug. Vielleicht kriegen wir dann seine Haare auf dem Rücken, die dann irgendwie Affen-DNA haben oder sowas. Ich habe keine Ahnung, aber das reicht ja nicht. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Genau. Das geht nicht. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht angeblich soll... auch schon wachsig genug? Nicht doch. Das geht auch nicht. Da können wir ja nur so ein Gift rauskriegen. Wurstig machen können wir sie nicht. Geh nochmal runter. Wachs. Wir können ja mal versuchen, die Bälle da reinzuschmeißen oder Ulysses oder was weiß ich. Kriegen wir irgendwo eine Datasette raus. Weiß es nicht. Scanne DNA-Probe. Brrr. Weep. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Hey, du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. No, Mann. Riesenmade nimmt er nicht. Ulysses. Scanne DNA. Brrr. Erkenne Spezies. Cooler Zombie. Du hast damit. Schade. Das geht nicht.
versuchen wir es aber natürlich wert. Aber ein cooler Zombie-Dinosaurier wäre schon echt geil. Und die Made nimmt er nicht. Die Made nimmt er leider gar nicht. Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Ja, brauchen wir. Wir brauchen das unbedingt, Rufus. Mach das jetzt. Da kann ich halt auch nur die Datasette reinpacken, ne? Das ist echt schade. Ne? Kann ich so machen, kann ich so machen, aber das bringt uns... Nee. Jupp, da ist er. Schön. Wir haben einen Freund mitgebracht. Guck mal. Ich mache gut. Solange, okay. Guck mal. Ja. Solange sich... Echt gute Frage, was wir als nächstes machen. Hier unten ist eine McChronicle.